Mein Name ist Franziska Fey. Ich bin Ethnologin und bin seit Ende 2017 als Postdoc am Forschungsverbund Normative Ordnung. Ich bin damals unmittelbar, nachdem ich meine Promotion an der School of Oriental and African Studies in London abgeschlossen hatte, hierher gekommen. Ich arbeite regional in swahilischsprachigen Kontexten in Ostafrika und auf der arabischen Halbinsel, vor allem in Sansibar, was offiziell zu Tansania gehört, an der Swahili-Küste des tansanischen Festlands und in Kenia, sowie mit der Sansibari und der tansanischen Diaspora in Oman und darüber hinaus. Im Rahmen meiner Forschungsprojekte am Forschungsverbund befasse ich mich mit Themen, die in die Bereiche der Ethnologie der Kindheit und Jugend, der politischen Anthropologie und der linguistischen Anthropologie fallen. Dazu zählen beispielsweise das Verhältnis zwischen globalen Kinderrechtsprogrammen und lokalen Erziehungszielen in Sansibar, das Aufeinandereinwirken von Säkularisierungsbewegungen und religiösen Bildungssystemen oder die Konstitution nationaler Identität und Zugehörigkeit bei jungen Menschen in der Diaspora zwischen Sansibar und Oman. Die Konzepte, die mich innerhalb dieser Forschungsprojekte besonders interessieren, sind die des Versprechens und das der Abwesenheit. Lieber Rainer Forst, vielen Dank für Ihre spannende Frage. Ich möchte dazu gleich vorweg sagen, dass ich selbst zwar kurz vor dem offiziellen Ausbruch von Corona noch in Kenia war, aber derzeit keine eigene Forschung zu den Auswirkungen der Pandemie durchführe und daher natürlich nur begrenzte Einblicke aus der Ferne geben kann, wie beispielsweise an der anhaltenden Kommunikation mit meinen Forschungsteilnehmerinnen, Freunden, Bekannten auf dem Kontinent gemessen oder hinsichtlich der unterschiedlichen Analyse- und Lesarten der Geschehnisse an diesen Orten hier bei uns. Wie Sie schon sagen, ist es in der Tat eines der Ziele der Ethnologie, den eurozentrischen Blick auf unterschiedliche Themen in Frage zu stellen. Dabei geht es vor allem darum, die Dinge, die wir als gegeben oder als normal einordnen, zu denormalisieren, also die Normen, nach denen wir leben, und andere normative Ordnungen, andere Rechtfertigungen und Erklärungen dafür, warum Menschen leben, wie sie es tun, ins Zentrum von Diskussionen zu rücken, in denen diese meist als anders oder fremd am Rand gehandelt werden. Durch spezifische ethnografische Fallstudien wird somit anhand der Beschreibung von Prozessen auf der Mikroebene ein Bezug zu und Verständnis von Makroprozessen hergestellt. Meines Erachtens gibt es tatsächlich einige Unterschiede dazwischen, wie die Pandemie bei uns in Deutschland und in den Regionen Ostafrikas, in denen ich arbeite, gesehen und diskutiert wird. Aber es gibt eben mindestens genauso viele Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen im Umgang mit dieser Krise. Verallgemeinerungen sind dabei natürlich in alle Richtungen schwierig und nicht nur in Bezug auf beispielsweise die ostafrikanische Region, da natürlich im Umgang mit der Pandemie zwischen den Regierungen von zum Beispiel Deutschland, Schweden, Italien, Großbritannien genauso große Unterschiede bestehen wie zwischen den staatlichen Reaktionen von beispielsweise Sansibar, dem tansanischen Festland und Kenia. Und selbst innerhalb dieser Staaten herrscht genau wie bei uns oft kein Konsens über eine richtige Vorgehensweise, selbst wenn die Regierung einen solchen Weg propagiert. Tansania beispielsweise ist ein kritischer Fall hier. Seit Ende April hat die Regierung keine offiziellen Zahlen zu Infektionsfällen mehr veröffentlicht und der Präsident hat stattdessen die Bevölkerung dazu aufgerufen, gegen Corona zu beten und die Pandemie mit Kirch- und Moscheegängen einzudämmen. Das ist natürlich problematisch. Damit verbunden hat er auch keinen Lockdown und kaum Präventionsmaßnahmen angeordnet, sondern nur Schulen und Universitäten schließen lassen. Kirchen und Moscheen sind offen geblieben. Die politische Opposition hat das direkt in Frage gestellt vor Ort. Und beispielsweise in Sansibar, was politisch zwar zum Festland Tansania gehört, wurden trotzdem Kirchen und Moscheen geschlossen. Zu beachten war dabei auch, dass einer der wenigen tansanischen Journalisten, der bei einer lokalen Zeitung kritisch zur Position der Regierung Stellung bezogen hat, ziemlich unmittelbar öffentlich suspendiert und denunziert wurde. Es ist also selbst in Tansania als Beispiel jetzt kein
einer Ansatz zu verfolgen, sondern vielmehr eine offensichtliche Einschränkung unterschiedlicher Ansätze zu vertreten, die dabei ins Zentrum rückt. Einer der wichtigsten Unterschiede in Bezug darauf, wie die Pandemie gesehen wird, besteht also meines Erachtens darin, wie sie im öffentlichen Raum überhaupt diskutiert werden kann. Für ein differenziertes Bild des Umgangs mit der Pandemie in Ländern des globalen Südens ist es also unzureichend, sich nur auf die Fragwürdigkeiten, die manche politischen Autoritäten veranlassen, zu konzentrieren, was ja mit beispielsweise den USA auch niemand machen würde. Es ist viel wichtiger, in der eigenen Analyse gerade die Stimmen zu hören, die sich als Gegenpol zu diesen dominanten Stimmen herausbilden und kein einseitiges und karikaturistisches Bild erzeugen. Meine Forschung steht insofern allgemein im Zusammenhang mit Krisen, dass ich mir anschaue, welche unterschiedlichen normativen Ordnungen in Gesellschaften durch ihr Aufeinandertreffen Krisen erzeugen, wie in Sansibar beispielsweise die Krise, um ein adäquates Maß an körperlicher Disziplinierung bei jungen Menschen im Spannungsfeld von lokalen und universalen Richtlinien. Mein ganz aktuelles Forschungsprojekt befasst sich mit der Krise, die viele junge Menschen unter 35 in Sansibar empfinden, da sie keine Möglichkeit sehen, sich im Kontext von nicht vorhandenen Arbeitsplätzen und finanziellem Kapital eine Zukunft aufzubauen und daraufhin eine Realisierung ihrer Zukunftsvorstellungen an anderen Orten, wie beispielsweise in Oman, verfolgen. An meinen Forschungsorten in Ostafrika verändern sich durch die Pandemie momentan vor allem ökonomische Strukturen insofern, dass sich bereits bestehende Ungleichheiten noch mehr verfestigen. Dabei ist der durch die Krise ausgelöste Zusammenbruch der Wirtschaft in Sansibar ein gutes Beispiel, wie mir viele meiner Bekannten und Freunde vor Ort zurzeit berichten. Was alle sagen, ist, dass es eine unheimlich schwere Zeit sei, vor allem weil es keine Arbeit gibt. Für Sansibar ist Tourismus der größte Wirtschaftszweig mit knapp unter 30% des Bruttoinlandsprodukts und 80% der Deviseneinnahmen, die davon abhängen. Mit der Corona-Krise und der daran gekoppelten Aussetzung internationaler Flüge und dem Schließen aller fast 500 Hotels im Archipel ist der Tourismus natürlich komplett zum Stillstand gekommen und das hat einen fatalen Effekt auf die Lebensrealitäten von vielen Sansibaris, die nur in seltenen Fällen, wie wir in Deutschland, auf Versicherungen oder staatliche Unterstützung zurückgreifen können. Ganz praktisch heißt das, dass ein Großteil von Sansibaris zurzeit arbeitslos ist, vor allem die, die sonst in der Tourismusbranche tätig sind. Und das ist die Mehrheit der Bevölkerung. Egal ob lokale Fischer, die normalerweise ihren Fang an Hotels verkaufen, junge Männer, die in der Stadt Touren anbieten oder Angestellte in den Hotels. Und hier sind es tatsächlich vor allem die Angestellten in den Hotels, die betroffen sind, da das Management der großen Hotels zumeist in ausländischen Händen ist, vorwiegend in deutschen und italienischen und der Hauptgewinn somit gar nicht in Sansibar bleibt, sondern direkt ins Ausland fließt. Mit dieser enormen Abhängigkeit vom Wirtschaftszweig Tourismus wird es dann auch wieder nachvollziehbarer, dass lokal um eine schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme gerungen wird, einfach um das tägliche Überleben zu sichern. Ein weiteres Beispiel für die Vertiefung von Ungleichheit wird daran deutlich, welche Bevölkerungsgruppen überhaupt auf Vorgaben wie Abstandsregeln reagieren können. Dass solche praktischen Vorkehrungen in der Praxis gar nicht umsetzbar sind und hier einmal mehr die Wichtigkeit von Kontextualisierung unterstrichen werden muss, wenn versucht wird, universelle präventive Maßnahmen an andere Orte zu exportieren, wo diese auf ganz andere Realitäten treffen. Einer meiner Kollegen, der Ethnologe Mario Schmidt von der Uni Köln, hat das in einem Blogbeitrag im März gut für Nairobi, Kenia, zusammengefasst. In den von vielen als Slums bezeichneten Hochhaussiedlungen von Nairobi, wo er selbst bis März gewohnt und geforscht hat, bevor er kurz vor der Aussetzung des internationalen Luftverkehrs ausgereist ist, kann teilweise auch aus ganz praktischen Gründen nicht so auf die Pandemie reagiert werden, wie veranlasst.
Zum einen ist die Wasserversorgung in solchen urbanen subsaharischen Ballungszentren oft unzuverlässig und somit ein regelmäßiges Händewaschen kaum zu garantieren. Zum anderen können Abstandsregelungen kaum eingehalten werden, wenn schlichtweg kein Platz zum Leben da ist. Schmidt hat in seinem Artikel hierzu ein Meme aus den sozialen Medien zitiert, das ein Bild einer solchen Hochhaussiedlung zeigt und mit dem Titel "When they tell you to avoid public gatherings, but where you stay is a public gathering" versehen ist. Es sind also wie in jeder Krise die bereits am stärksten von Krisenhaftigkeit Betroffenen, beziehungsweise die, die bereits alltäglich mit Krise leben, die es am schlimmsten trifft. Ein Problem, mit dem unsere Gesellschaft generell konfrontiert ist und das aktuell besonders in den Vordergrund tritt, ist die Frage nach angemessener Repräsentation und Berichterstattung. Also aus welcher Perspektive und auf welche Weise über bestimmte Themen berichtet wird. Das ist nicht nur, wenn auch verstärkt sichtbar im Zuge von der wichtigen Rassismusdebatte, die weltweit seit dem Mord an George Floyd in den USA geführt wird, zu beobachten, sondern sollte auch als wichtige Herausforderung im Kontext von Corona thematisiert werden. In Sansibar gab es diesbezüglich vor kurzem ein eindeutiges Beispiel, als eine weiße deutsche Journalistin, die in Sansibar tätig ist, in einem Zeitungsartikel die lokalen Bemühungen zur Prävention und Reaktion auf Covid-19 zwei anderen weißen Frauen zugeschrieben hat, was faktisch einfach nicht richtig war. Da genau diese Frauen sich vorher selbst bei der lokalen sansibarischen Hauptinitiatorin dieser Programme informiert hatten. Diese lokale Hauptinitiatorin hat daraufhin einen offenen Brief an die Journalistin geschrieben und diese darum gebeten, diese Falschdarstellung zu berichtigen. Was hier ganz deutlich wird, ist genau die gleiche Problematik, die bis zur Kolonialzeit zurückzuführen ist und das sind Unterlassungen von Informationen und Wissen zugunsten weißer Menschen und auf die Kosten schwarzer Menschen, deren unabhängige Initiativen außerhalb von Rahmungen westlicher Hilfsvorstellungen somit abgewertet oder entwertet werden. Die problematische, selbst zugeschriebene Autorität eines solchen eurozentrischen Blicks gilt es ganz deutlich hervorzuheben und ins Bewusstsein von Menschen, die häufig natürlich unbewusst so agieren, zu rufen. Meine Teaserfrage an meinen Nachfolger Jakob Huber lautet wie folgt: Hoffnung hat einen guten Ruf, lieber Jakob. Als positiv konnotierte und produktive Emotion gibt Hoffnung Halt und erzeugt oder beeinflusst Handlungsmöglichkeiten. Inwiefern kann Hoffnung aus deiner Perspektive und vor allem im Kontext der Pandemie jedoch auch Stagnation oder Handlungsunfähigkeit bewirken? Was passiert, wenn Hoffnungen über Prozesse hergestellt wird, die potenziell eine Demokratie unterlaufen? Wie beispielsweise Aussagen, dass es Covid-19 nicht gibt. Wird der gute Ruf von Hoffnung teilweise überschätzt? Wie und wann kann das Hoffen auf ein bestimmtes Ergebnis negative Folgen nach sich ziehen? Wann hört Hoffnung auf, gut zu sein für die, die hoffen und für die von bestimmten Hoffnungen Betroffenen?